Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Nicht wundern, Licht ist gerade ein bisschen mau. Ich habe hier noch nicht aufgebaut, großartig. Ich habe nämlich heute Post bekommen. Ich habe mir bei Amazon, habe ich mir nämlich bestellt, Watch Dogs 2 in einer Special Edition mit Steelbook. Und das wollten wir uns jetzt mal angucken. Amazon exklusiv stand da drauf. Ich habe auch schon irgendwelche DLCs haben sie mir schon gegeben, irgendein Outfit und so. Kam schon per E-Mail, habe ich schon aktiviert. Muss jetzt mal gucken, wo es hier aufgeht. Und da habe ich gedacht, da lasse ich euch mal dran teilhaben. Das werde ich auch heute spielen mit meiner Freundin zusammen. Vielleicht nehme ich auch ein bisschen auf, ich weiß es nicht. Ja. Das ist eigentlich so wie bei... Ach, wie hieß das Spiel? Mensch, hatte ich zuletzt geholt hatte. Von Ubisoft. Das Koop-Spiel. Da ist auch so ein weißes Case gewesen. Und dann war da das Spiel und das Steelbook drin. Ne? Das ist jetzt wohl bei Amazon jetzt immer so, dass dann vorne nur das Logo drauf ist und dann also ein weißes Case und dann haben wir hier halt praktisch. Oh, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ey. Mit Totenkopf. Haben wir hier denn das Steelbook. Das sieht so aus. Und auf der Rückseite so. Und dann haben wir dann hier so Ubisoft-mäßig. Und ist von der Größe genauso groß wie eine PlayStation 4 Hülle. Sprich Blu-ray. Kann ich euch auch mal daneben stellen, dann seht ihr das auch. Finde ich schon mal wesentlich besser als früher, wo die dann immer so groß waren wie eine DVD-Hülle. Das ist dann fällt dann in der Sammlung immer extrem doof auf, wenn man Blu-ray-Hüllen hat und dann so eine Steelbook dann halt größer als eine Blu-ray-Hülle ist ab 18. Da finde ich das jetzt schon wesentlich besser. Ich weiß, was habe ich denn bezahlt? 69 Euro? 69 Euro und da ich ja Amazon Prime Mitglied bin und Prime jetzt mit Twitch zusammenarbeitet und ich die beiden Konten verknüpft habe miteinander, habe ich 2 Euro Rabatt gekriegt oder so. Aber ich musste halt, weil es eine 18er Version ist, logischerweise bei Amazon wieder diese 18er Gebühr bezahlen. Die Postfrau hat es mir heute auch gebracht und wir waren gerade am Gehen, wir wollten einkaufen. Gott sei Dank war ich noch da, weil das ist dann so, dass man das dann kriegt, dass es das nur für mich selber ist. Wäre ich nicht da gewesen, hätte ich es mir von der Post abholen können, weil die Postfrau darf es auch nicht dem Nachbarn geben. Das steht direkt an mich. Ja, also jetzt gucken wir mal, was wir hier noch drin haben. Wir haben den Season Pass haben wir hier mit drin. Also nicht den haben wir nicht mit drin, aber Werbung halt für den Season Pass haben wir mit drin. Wie wir es halt kennen. Dann haben wir Werbung für For Honor 2017. Sollte kommen, da war ich ja richtig heiß drauf, da wollte ich mir eigentlich auch die Figur mit bestellen und so, aber der Onkel und so haben gesagt, die Steuerung soll für den Arsch sein. Und dann haben wir hier nochmal, ach das ist aber kurz, das Heft von Watch Dogs, das ist wirklich, klappst du einmal auf und das war's, also mehr ist es nicht. Spiel, Kundenservice, also hier steht nichts großartig drin und dann haben wir halt Watch Dogs 2 halt hier auch. So, seht ihr das? Nochmal so. Also ich habe mir diesmal auch ohne Figur bestellt. Ich hatte, Teil 1 hatte ich ja mit Figur, bei 2 habe ich jetzt, nee, wollte ich jetzt nicht unbedingt mit Figur. Aber ich werde mir die Ezio Collection demnächst noch holen mit Figur. Und da werde ich euch dann natürlich auch nochmal ein Video machen, dass ihr euch die Figur angucken könnt und was in der Ezio Collection drin ist. Ich habe heute auch schon ein Video gesehen, wie es aussieht, die Unterschiede zwischen PS3 und PS4 Grafik von der Ezio Collection. Ah, lecker, 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 kann ich da nur sagen. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.